Hier ist wieder Frank, ein Hesse on Tour. Heute besuchen wir den Bundesbank-Bunker in Cochem und da lade ich euch gerne zu ein. Leider war das Filmen verboten. Wir haben nur eine Fotoerlaubnis kaufen können und von daher kann ich jetzt leider nur die Fotos dokumentieren. Wir befinden uns hier in dem Eingangsbereich des Bunkers und werden uns jetzt in dem Bunker umschauen. Viel Spaß dabei! Diese beiden Häuser, wo heute ein Hotel drin ist, waren Tarnhäuser zu dem Bunker. In diesen Gebäuden war ein Schulungszentrum für Bundesbankmitarbeiter untergebracht. Und die Schüler, die dort untergebracht waren, wussten nicht, was sie eigentlich bewachen. Der Zugang zu der Bunkeranlage ging durch einen kleinen Eingang in einer Besenkammer. Der Bunker wurde von 1964 bis 1988 geheim gehalten. Die Bevölkerung wusste zwar, dass es einen Bunker in Cochem gibt. Sie wurde ja auch aufmerksam durch die Sprengvorgänge und wunderte sich dann. Allerdings waren Sinn und Zweck des Bunkers jetzt den Nachbarn unbekannt. Zudem waren ja zwischen dem Bunker durch die beiden Tarnwohnhäuser, die offiziell als Schulungszentrum für die Bundesbankmitarbeiter genutzt waren, war es ja perfekt getan. Später hat man den Nachbarn dann versprochen, dass sie einen Platz in dem Bunker bekommen, wenn sie das geheim halten, dass hier vor ihrer Nase ein Bunker errichtet wird. Ja, also das wurde als Atombunker ausgegeben. Deswegen haben dann einige Nachbarn einen Platz da drin zugewiesen bekommen. Ja, der Sinn dieser Bunkerfestung war, dass hier 15 Milliarden D-Mark einer Ersatzwährung gelagert wurden, die bei einem Werteverlust der Mark durch eingeschleustes Falschgeld die deutsche Währung dann ersetzt hätten. Und damals, als der Kalte Krieg war, da hatte man ja berechtigte Befürchtungen und deshalb hat man dieses Geld hier gelagert. Dazu kam auch, dass man zu dem Zeitpunkt davon ausging, wenn eine Atombombe fällt, dass die Strahlung sich nur ein paar Wochen auf den Geldscheinen haften würde. Und auch deswegen wurden diese Mengen an Geld hier eingelagert. Die gesamten im Umlauf befindlichen D-Mark-Scheine, die sollten zügig und sicher ausgetauscht werden können. Deshalb wurden diese Ersatzwährungsscheine in Paketen hier im Tresor gelagert. Ja,
durch diese schwere Stahltresortür sind wir dann durchgestiegen und sind durch unendlich lange Zugangstunnel bis endlich in den tiefen Tresor hineingekommen, wo die Notfallwährung der alten BRD gelagert war. Hier sieht man jetzt die Strom-, Wasser- und Belüftungstechnik. Jahre später hat sich dann auch herausgestellt, dass dieser Bunker niemals atomsicher gewesen wäre. Jetzt sind wir beim Haupttresor angelangt, den nur drei unterschiedliche Mitarbeiter hätten öffnen können. Hier war das Geld jetzt in Pappkartons bis an die Decke in einzelnen Räumen gestapelt. Und zweimal im Jahr kamen die Prüfer und haben das kontrolliert und haben auch tatsächlich die 15 Milliarden durchgezählt. Da es ja in die oberen Stockwerke hier keine Treppe gab, wurde diese Treppe dann für das Museum zusätzlich errichtet. Und hier sieht man noch die Kernbohrung, die Stempel der Kernbohrung, was das für ein dickes Material dort war. Hier folgt nun eine kleine Präsentation der Geldsummen, der Geldscheine und der Noten, wie sie mal ausgesehen hätten, wäre der Ernstfall gekommen. Es wurde alles super erklärt. Die Vernichtung dieser Geldscheine fand in den Jahren 1988 bis 1989 dann statt. Ja, uns wurden jetzt die Vorkehrungen erklärt, die hätten getroffen werden müssen, um im Bunker 14 Tage vollkommen unabhängig von der Außenwelt arbeiten und leben zu können. Und wir haben jetzt einen Blick in die damalige Küche, die Schlafräume, die Arbeitsräume und die Kommunikationsräume bekommen. Das Geld hätte dann ja auch zügig ausgetauscht werden müssen. Hier endet jetzt der Rundgang durch den Bunker. Wir befinden uns jetzt in den letzten Räumen, die heute als Kulturveranstaltungsräume genutzt werden. Und zwischendurch war auch hier die Volksbank mit Schließfächern vertreten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über die Bunkeranlage übermitteln. Und wir freuen uns über jedes Abo, jeden Like und jeden Kommentar. Tschüss!